Okay, Leute, willkommen zur nächsten Folge von Top Attack 3. Heute zusammen mit Rize, der hier noch irgendwo AFK steht. Hallo. Hallo. Genau, und wolltest du noch streamen oder hast du es dir jetzt überlegt? Ich muss gerade was machen, vielleicht stream ich gleich mal gucken. Ah, okay. Na, dann fangen wir erstmal hier an. Was ist das eigentlich? Ah ja, die Schilder, die kennen wir. Ansonsten, an dem Haus ist erstmal nichts passiert. Ich wollte eigentlich in Y-Mania wieder vorbeischauen. Da habe ich nämlich ein bisschen was gemacht. Dass wir mal dein Haus und so weiter gestalten oder gucken, wie wir einen Grundriss ziehen, etc. Moment. Na, ich muss jetzt erst hinlaufen, dauert noch ein bisschen. Und dann bin ich auch noch mal überlegen, wie ich mein Haus wieder ordentlich auf dem Thumbnail platziere, denn ich hatte jetzt schon drei, vier Mal ein ähnliches Bild. So, und warum stehen hier mal keine Boote mehr? Jedes Mal muss ich so hinrennen. Ah ja, und was ich auch noch erzählen wollte, wir sind jetzt auf der 1.20 mittlerweile. Der Server updatet sich ja immer von alleine. Mittlerweile sogar auf die 1.20.1. Also zwischendurch war es nur die 1.20. Die kommen jetzt wahrscheinlich wieder alle paar Tage raus. Ah, wie das immer so ist, ne? Da kommt ein großes Update und dann noch 10 kleine hinterher. Da frage ich mich immer, warum sie das nicht schon vorher mit integriert hatten. Vor allem früher wollten sie das mal so machen, dass sie extra viele Pre-Releases rausbringen, etc., damit dann wirklich nach dem 1, sagen wir mal, 10 Update nicht noch 5 kleinere Versionen kommen. So, Olle, jetzt bin ich wieder zurückgebackt. Hoffentlich geht das nicht wieder los mit irgendwelchen Lags jetzt. Okay, jedenfalls, was ich noch sagen wollte, ich möchte dafür sorgen, dass die 1.20 Features vielleicht jetzt auch schon hier und da mit eingestreut werden, aber nicht zu viel, denn das Projekt soll natürlich weiterhin hauptsächlich von der 1.19 dominiert sein und so richtig austoben mit neuen Versionen werden wir uns dann in neuen Projekten. Wobei wir das jetzt auch noch ein bisschen laufen lassen wollen. Also ich denke, da ist es sinnvoll, wenn wir die Version jetzt hier auch noch mitnehmen. Jetzt bringt ja auch niemanden was, wenn wir jetzt monatelang noch warten auf eine neue Version, bis eben mal irgendwann zufällig ein neues Projekt startet. Da wollen wir uns jetzt auch nicht unter Druck setzen. Und dann werde ich auch gucken, wie ich in anderen Projekten wie Holzklotz damit umgehe, ob ich das update oder lieber nicht. Genauso, ja, Tiny Aura hat sich jetzt eh auch schon wieder automatisch geupdatet. Ist eben blöd, dass das bei Eternals immer so eingestellt ist. Müssten wir eigentlich mal ändern, wie in Modpacks und so, obwohl da updatet sich ja auch automatisch. Aber wir hatten auch Projekte, wo es nicht so war. Und ja, zum Beispiel bei Nitrato ist es ja auch nicht. Dann würde ich aber erstmal so langsam auf mein Haus eingehen, nachdem ich den Busch hier noch entfernt habe, der eh nur rumsteht. Und zwar, hier habe ich oben erstmal ein paar Laternen ergänzt. Ich fand das einfach ein besseres Design, als wenn da überall Fackeln sind. Und da sind jetzt Glowstones so drunter, nicht mehr ein versetzt unten, sondern ich fand das ein bisschen schöner, wenn die da nochmal einen Abschluss bilden mit den Falltüren. Genau, ansonsten habe ich auch hier unten mal ausgebaut. Der Keller ist zumindest angefangen, sieht nicht mehr ganz so schlecht aus wie vorher und alter Zombie weg. Dann habe ich auch relativ lang gebraucht, um diese Sache hier zu designen, dass das clean aussieht. Und hier ist das, denke ich, eine gute Abwechslung mit den Lampen so. Warte mal, was ist das hier eigentlich für eine Lücke noch? Die muss ich aber ausschließen, aber ist eh Das ist alles. doch. Hä? Ich befürchte nur, dass später übrigens das Haus, was ich hier draufbauen will, sehr eng wird. Wahrscheinlich nur so ein Überwachungsraum oder so, wie beim Fußballstadion, stelle ich mir vor. Am besten wäre es, wenn wir hier noch wenigstens zwei Blöcke ergänzen könnten, wo dann Gras drauf wächst. Vielleicht hier außen auch noch so in die Ecken, obwohl ich da mir auch Büsche oder so vorstellen kann, stimmt. Hier drüben gibt es die Aufgänge, dann nicht. Das ist ja auch wieder eine andere Situation. Vielleicht kann ich ja das bisschen hier nach vorne verschieben mit dem Penthouse oder wie auch immer man es nennen will. Und ich muss auch mal, by the way, gucken, ob jetzt Rize tatsächlich meine Schalker-Box geklaut hat. Nee, die ist noch da zum Glück. Oh, ich dachte schon. So, dann machen wir mal das hier alles zu. Und ich denke, ich werde das aber im Stream großartig weiter planen. Ne? Wahrscheinlich ist es da sogar gut und angebracht, hier diese Reihe so zu machen. Ja, aber ich bin noch nicht überzeugt von solchen Sachen, die nicht symmetrisch sind. Okay, ist irgendwie ein lustiges Bild, wie du so entgeistert gefühlt das Haus anguckst. Ich hab dich mal dahin tippet fürs Thumbnail. Aber hier habe ich übrigens auch schon ziemlich viel Dschungel weggeschlagen. Nicht, dass zu wenig übrig bleibt am Ende. Vor allem, warum schweben hier die Ranken? Warum sind solche Bugs nicht längst gefixt? Da könnte man doch mal denken. Ich weiß einfach immer noch, wie das hier am Anfang aussah, als noch alles zugewachsen war und wie du es dann abgebaut hast. Ah, hier müssen wir aufpassen mit dem Papagei, der ist da so versteckt im Gras. Nicht, dass der mal mitgerissen wird von einem Creeper. Nur die Frage ist, was bauen wir hier her? Willst du da ein größeres Haus oder nicht ganz so? Ich wollte eigentlich so eine Miami-Wohnung. So Miami-mäßig. Ach so, okay, ja. Aber willst du da die ganze Insel für nutzen oder nur einen kleineren Bereich? Kleineren Bereich, oder ja, doch kleineren Bereich. Ja, okay. Um die Kiste dann wahrscheinlich, ne? Ja.
Ja, ich kann ja hier mal aufschütten, damit wir ein Plateau haben. Na, du bist ja in meinen Keller gelaufen, sehe ich gerade. Wahrscheinlich damit du nicht verfolgt wirst, ne? Hier müsste ich mich auch langsam entscheiden, was ich draus bauen will. So richtig habe ich da nämlich noch keinen Nenner gefunden. Okay, jetzt ist wenigstens erstmal 9x9 von den grundsätzlichen Maßen, aber die Wände werden ja auch noch ersetzt. Naja, mal sehen. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt hier so viel Gedanken mir darum machen sollte oder ob ich lieber woanders hingehe, keine Ahnung. Neulich war ich auch mal da hinten in der Gegend, nämlich unterwegs und habe ein paar interessante Sachen gesehen. Hier steht ja auch noch ein Boot dafür, da können wir mal das direkt nutzen. Ich glaube, wenn wir um den Berg fahren, kommen wir relativ weit sogar damit per Wasser. Vielleicht sollte ich die Gelegenheit nutzen und hier sowas wie Claymont mitnehmen. War es nicht so, dass ich das auch noch brauche für das Fundament von meinem anderen Haus, oder hatte ich das fertig? Erstmal mache ich mir wieder eine notdürftige Schaufel, weil ich natürlich keine aus Diamant oder so dabei habe. Obwohl, hier vielleicht drin? Nee, auch nicht. Okay, der Flussverlauf ist aber ganz interessant und das Dschungelbiom ist auch ziemlich groß, by the way. Ist schon ganz cool, was mit dem neuen Generator alles möglich ist. Das ist ja jetzt alles schon aus der 1.19 direkt. Vielleicht stoßen wir sogar auf noch neuere Chunks aus der 1.20 mit Kirschbäumen etc. Ich nehme das Boot mit, bevor ich das hier noch irgendwo vergesse. Das muss ja nicht komplett abseits rumstehen. Aber warum habe ich schon wieder kein Essen mehr? Ey, jedes Mal vergesse ich das, oder was? Da muss ich mir wohl ein paar Tiere holen da drüben, anders wird's nicht gehen. Was sind das eigentlich für Videos, die du da mal abspielst? Das macht einen ja fertig, das immer zu hören. Ist das immer das gleiche oder wird da ein Template verwendet? Boah, da hinten würde ich mir auch einen Baum aus schön vorstellen übrigens. Am besten sind er sogar geeignet, wenn normale Eichenbäume in die großen Dschungelbäume wachsen. Oh, hier ist ja noch ein Dschungeltempel. Habe ich den schon mal gesehen? Ich weiß gar nicht. Der ist doch bestimmt zu weit weg, als dass der schon erkundet ist. Dann machen wir den nochmal schnell. Oh na toll, hier ist schon alles ausgeleuchtet. Hätte ich mir da denken müssen. Ich kann mich sogar noch schwach erinnern, dass wir das mal gemacht hatten, aber ich weiß nicht mehr in welcher Folge oder wann auch immer. Naja, Hauptsache wir haben noch eine Melone hier. Die werden wahrscheinlich mich aber auch nicht ewig weit bringen. Ich werde wohl eher meinen Ofen aufschlagen müssen. Da habe ich ja hier schon ein bisschen vorgesorgt gerade und da schmelzen wir das als nächstes durch. Achso, und vorhin vor der Aufnahme hat man übrigens mal verglichen die Spielzeit, also Rezeit aus 1,22 Tage und bei mir sind es glaube 2,15, ja hier. Obwohl hier oben muss man gucken, ich verwechsel das ja immer, aber es ist der gleiche Wert, also alles gut. In der Zeit ist auch das Zeug hier durchgeschmolzen, bis ich mich mal wieder ausgekekst habe und ja, machen wir mal Holz weiter. Da kann ich ja hier direkt ein paar Bäume mitnehmen, auch wenn wir das bei uns zur Genüge machen können, aber egal. Ich hätte gerne einen Schlauch schon raus für heute. Ah, ja. Okay, na gut. Dann mach's gut, gell? Ja, dann hau es mal rein, ne? Ja, ciao. Ciao. Naja, ich werde jetzt auch nicht mehr lange machen, meine Folge. Ich weiß by the way gar nicht, ob ich auf 10 Minuten komme oder vielleicht sogar kürzer das Ganze mache. Ich meine, ich habe jetzt zwar 23 Minuten aufgenommen, aber ziemlich viel davon werde ich rausschneiden. Und es kann sein, dass das mal ein kürzeres Video wird, dann ist es halt so. Oder ich schneide noch was aus einer älteren Folge dran, was da übrig geblieben ist. Das wäre ja auch mal eine Lösung. Aber ich will das jetzt hier nicht mehr ewig in die Länge strecken. Wir haben ein paar Sachen gesehen, jetzt wollen wir nochmal erkunden, auch wenn es ein bisschen random war und ohne Vorbereitung. Aber es ist eben auch schwierig, wie ich schon immer in den letzten Folgen gesagt habe, dann für ein ganzes Video im Stream vorzuarbeiten. Du kannst dann nur, sage ich mal, 4-5 Minuten füllen und den Rest musst du anders verbringen. Meistens spreche ich dann irgendwelche Themen an. Heute hatten wir es dann eben mal mit ein paar verschiedenen Dingen und es ist eben insgesamt nicht allzu leicht, aber ich krieg das schon hin, denke ich, und ich werde auch versuchen, öfter vielleicht sogar solche Kombinationsfolgen einzuführen, also immer wenn was übrig geblieben ist an Schnipseln, die zu viel waren in verschiedenen Aufnahmen, dass ich die in ein Video zusammenpacke, immer wenn 10 Minuten zusammengekommen sind an Material, kommt eben eine Folge davon. Wie ich das auch schon in Tiny Cern 9, denke ich, gemacht habe. Ich weiß noch nicht, denn aktuell habe ich erst die erste halbe Folge theoretisch voll und weiß noch nicht, ob ich das tatsächlich nutzen werde oder nicht. Genauso ist es aber möglich, dass ich in Tiny Cern 10 vorgehe und auch hier, also das steht mir, denke ich, offen. Und in dem Sinne bin ich auch erstmal raus jetzt, denn ich verlaufe mich nur schon wieder. Ich werde wahrscheinlich mich später killen müssen, damit ich zurückfinde. Obwohl mir das hier schon wieder ein bisschen nach der Gegend aussieht, wo Basti damals sein Haus gebaut hat. Alter, das wäre krass, wenn wir zufällig da jetzt rauskämen.
Aber so ganz stimmt's dann auch doch nicht überall. Naja gut, dann in dem Sinne erstmal ciao, bis zum nächsten Mal und das war's.